was wir euch heute zeigen, wird euch glücklich stimmen, in unserem Zeitalter zu leben. In diesem Video präsentieren wir euch nämlich die abgefahrensten, grausamsten und kuriosesten Strafen, die sich die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte ausgedacht hat. Es geht unter anderem um Mittelaltermethoden, die einen bis heute sprachlos machen, den kuriosen Einsatz von Tieren bei der Bestrafung und aktuelle Methoden, mit denen Geheimdienste ihre Gefangenen zum Reden bringen wollen. Wenn ihr also starke Nerven habt und mit Spannung umgehen könnt, dann bleibt unbedingt dran. Hier, bei Wissenswert. Auf der Nummer 8 beginnen wir direkt mit einer Methode, die an sich zwar aus dem Mittelalter stammt, für viele aber noch bis heute als eine der schlimmsten Bestrafungen aller Zeiten gilt. Und zwar dem sogenannten Judas Cradle. Mit dem Judas Cradle wurden im Mittelalter Leute, denen vorgeworfen wurde, etwas verbrochen zu haben, von den Herrschenden bestraft. Beim Judas Cradle wurden die Opfer zunächst mit einer Seilvorrichtung an der Decke befestigt, die es ihnen unmöglich machte, sich zu bewegen, geschweige denn sich zu befreien. Als ob dies jedoch noch nicht genug wäre, wurde unter den Hängenden dann ein extra dafür angefertigtes Gerät positioniert, das die eigentliche Strafe darstellte. Dieses Gerät hatte in etwa die Größe eines Stuhls und wurde an der Spitze mit einer messerscharfen Pyramide ausgestattet, auf die das Opfer dann mit ihrem Hinterteil hinuntergelassen wurde. Da nun das volle Körpergewicht auf der Pyramide lastete, bohrte sie sich immer tiefer in den Körper ein, was nicht nur zu unvorstellbaren Schmerzen, sondern auch langsam aber sicher zum Tod führte. Besonders schockierend ist jedoch, dass man durch diese Methode nicht sofort verstarb. Es war vielmehr das Ziel, den Leidensprozess so lange es geht hinauszuzögern, um die Strafe noch härter zu machen. Erst nach einigen Tagen und einer unvorstellbaren Tortur war das Leben der Bestraften dann zu Ende und sie waren Opfer einer der brutalsten Methoden aller Zeiten geworden. Als nächstes kommen wir zu einer Strafe, die zwar keinen konkreten Namen hat, seit einigen Jahren jedoch für Angst und Schrecken sorgt. Das Besondere an dieser Strafe ist, dass sie komplett ohne körperliche Misshandlung wie Schläge oder Tritte auskommt und dennoch als eine der härtesten der Welt gilt. Berühmt wurde sie vor allem dadurch, dass sie regelmäßig im amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis Guantanamo zum Einsatz kommt, in dem zahlreiche Staatsfeinde der USA wie Spione oder Abtrünnige inhaftiert sind, um aus ihnen die Informationen herauszubekommen, die die Agenten der USA benötigen, haben sie sich eine Bestrafung ausgedacht, die fast schon zu banal klingt, um realistisch zu sein. Teilweise über mehrere Wochen hinweg werden die Gefangenen in Guantanamo in dunkle Zellen gesperrt, wo ihnen dann in einer unvorstellbaren Lautstärke Kinderlieder aus zum Beispiel der Sesamstraße vorgespielt werden. Was im Vergleich zum Judas Cradle eher harmlos erscheint, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als extrem krank. Die ohrenbetäubende Musik, die immer und immer wieder in Dauerschleife gespielt wird, raubt den Gefangenen nämlich nicht nur jeglichen Schlaf, sondern bringt sie auch Stück für Stück um den Verstand. Die große Hoffnung ist, dass die Opfer irgendwann in ihrem Widerstandswillen gebrochen werden und anfangen zu reden. Bis dahin müssen sie jedoch diese grausame Methode über sich ergehen lassen. Kommen wir nun zum Sponsor dieses Videos, Genshin Impact. Genshin Impact ist nicht nur ziemlich im Hype, sondern hat auch schon alle möglichen Preise für Videospiele gewonnen. Und das nicht ohne Grund. Für alle, die es noch nicht kennen, Genshin Impact ist ein wirklich gigantisches Open-World-Adventure-Game mit vielen spannenden Erlebnissen und einer sehr schönen Grafik. Die Maps von Genshin, wenn man nur Mondstadt, Liyue und Sumeru mitzählt, sind größer als 5900 Fußballfelder in der realen Welt. Diese geniale Welt von Genshin Impact kannst du allein erleben oder sogar zusammen mit bis zu zwei weiteren Freunden. Übrigens gibt es jetzt auch ein neues Update mit völlig neuen Charakteren wie Sino Sino, einer mystischen Alchemistin, Nailu, einer Tänzerin, die ihr Leben der Kunst gewidmet hat, und Candence, der tapferen Verteidigerin des Dorfes Aru. Außerdem gibt es völlig neue Welten wie die Wüste und den Regenwald, die man inzwischen in Genshin Impact erfahren kann. Aktuell werden die Geschichten der Figuren von Genshin übrigens in Offline-Werbungen auf der ganzen Welt gezeigt, zum Beispiel in Deutschland am Münchner Bahnhof. Also schaut euch offline mal um oder erfahrt mehr über den Link in der Beschreibung. Ansonsten ladet das Spiel direkt über den Link in unserer Beschreibung oder über den QR-Code im Bild herunter und nutzt unseren Bonuscode für coole Belohnungen. Und jetzt zurück zum Video.
Auf der Nummer 6 kommen wir zu einer Bestrafung, von der ihr gegebenenfalls schon mal gehört habt, die jedoch vor allem im Mittelalter so weit verbreitet war, dass sie hier nicht fehlen darf. Und zwar das Rädern. Um die Opfer mit einem Rad zu bestrafen, gab es damals gleich zwei Methoden. Einmal den Tod auf dem Rad und einmal den Tod mit dem Rad. Beim Tod auf dem Rad wurde das Opfer waagrecht auf ein Holzrad gelegt und dort mit Fesseln fixiert. Anschließend schlug ein Henker mit einem Gegenstand immer wieder auf das Rad ein, während dieses sich drehte. Beim Tod mit dem Rad wurde das Opfer ebenfalls mit beiden Händen und Füßen an das Rad gefesselt und anschließend aufrecht hingestellt. Dort hing es dann so lange, bis es von selber verstarb. Besonders krass war bei beiden Methoden, dass sie oft vor einem schaulustigen Publikum von mehreren hundert Menschen auf den Marktplätzen der wichtigsten Städte abgehalten wurden. Dieses sollte die Opfer zusätzlich demütigen und gleichzeitig als Abschreckung für die Bevölkerung dienen, damit diese nicht auf dumme Gedanken kommt. Auf der Nummer 5 machen wir mit der Milch- und Honigbestrafung weiter, die erstmals im antiken Persien zum Einsatz kam. Bei dieser Strafe wurde eine Person in ein kleines, offenes Boot gelegt, das anschließend mit einem weiteren Boot verschlossen wurde. Das Besondere dabei war, dass währenddessen der Kopf sowie die Hände und die Füße weiterhin nach draußen guckten, während das Opfer mit einer Mischung aus Milch und Honig gefüttert wurde. Diese Mahlzeit sorgte schnell dafür, dass der Bestrafte Durchfall bekam, während das Boot auf ein Gewässer hinausgeschickt wurde. Durch den austretenden Durchfall wurden schnell diverse Fliegen angelockt, während der Honig von verschiedenen Insekten gerochen wurde. Alle Tiere fielen dann über das bewegungslose Opfer her und begannen Stück für Stück in dieses einzudringen. Im menschlichen Körper wurden dann Larven gelegt, die nach kurzer Zeit schlüpften und das Opfer von innen verspeisten. Doch das Grausamste an dieser Methode war vor allem, dass bis zum Versterben mehrere Wochen vergehen konnten, was den Schmerz in unmenschliche Längen zog. Weiter geht's mit einer Bestrafung, die nicht nur in einem der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte angewendet wurde, sondern auch an sich durch und durch unlogisch und grausam war. Vor allem im Mittelalter wurden in zahlreichen Regionen Europas unzählige Frauen verfolgt, da man sie bezichtigte, Hexen zu sein. Da es das oberste Gebot war, alle Hexen auszulöschen, wurden Tausende von Frauen gehängt, verbrannt oder ertränkt. Vor allem für Letzteres gab es eine Methode, die die Sinnlosigkeit dieser Zeit nochmal besonders verdeutlicht. Die beschuldigten Frauen wurden damals nämlich an einen See gebracht, in den sie dann hineingeworfen wurden. Um den Bestrafern zu beweisen, dass sie keine Hexen sind, war es ihnen dann verboten, wieder aufzutauchen. Wenn sie sich weigerten zu ertrinken und wieder an die Oberfläche schwammen, war das für die Inquisition der Beweis, dass die Frau doch eine Hexe war, die dann entsprechend aus dem Weg geräumt wurde. Letzten Endes gab es für die Frau also kein Entkommen und ihr Leben wurde auf die eine oder andere Art beendet. Als nächstes kommen wir zu einer berühmt-berüchtigten Bestrafung namens Eiserne Jungfrau. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass die jüngere Forschung inzwischen Zweifel daran hat, ob und inwieweit diese Horrorapparatur überhaupt im Mittelalter verbreitet war. Vor dem 19. Jahrhundert, einer Zeit, in der der Verkauf gefälschter Mittelalterrelikte einen regelrechten Boom erlebte, gibt es nämlich nahezu keine Hinweise auf ihre Existenz. Womöglich handelt es sich bei den folgenden Ausführungen also eher um einen Mythos, der zeigt, welches Bild die Menschen des 19. Jahrhunderts vom Mittelalter hatten. Bei der Eisernen Jungfrau wurde eine Person aufrecht in einen Sarg gesteckt, der von innen mit extrem spitzen Pfeilen ausgestattet war. Diese Pfeile waren jedoch so positioniert, dass sie das Opfer zunächst nicht berührten. Erst nach einigen Stunden, nachdem das Opfer langsam müde wurde und sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, wurde die wahre Bestrafung ersichtlich. Jede Bewegung, die außerhalb der Stehposition stattfand, führte nämlich dazu, dass sich das Opfer an den Pfeilen schnitt oder von ihnen angestochen wurde. Da dem Opfer außerdem nichts zu trinken gegeben wurde, wurde es mit der Zeit ohnmächtig und fiel genau in die Pfeile hinein. Die dadurch entstandenen Schmerzen führten dann dazu, dass das Opfer aus der Ohnmacht erwachte und wiederum in eine Position verfiel, in der es sich an den Pfeilen schnitt. Dieser Teufelskreis sorgte mit der Zeit dafür, dass das Opfer unter unsäglichen Schmerzen seinen Peinigern wohl alles erzählt hätte, um seine Freilassung zu erreichen.
Weiter geht's mit einer Methode, die auf den ersten Blick für manche zwar witzig klingen mag, auf Dauer jedoch extrem grausam ist. Und zwar war es im Laufe der Menschheit bei einigen Verhören üblich, dass man das Opfer nicht mit Schlägen oder wie in Guantanamo mit Kinderliedern drangsalierte, sondern es einfach nur auf eine Kiste band und ihm die Schuhe auszog. Im Anschluss wurde dann die Fußsohle mit einer süßen Speise eingerieben, ehe eine Ziege in den Raum geführt wurde. Diese Ziege leckte dann mit voller Kraft über den nackten Fuß. Wer schon einmal am Fuß gekitzelt wurde, weiß, dass dies auf Dauer ein extrem unangenehmes Gefühl ist. Wenn man nun noch bedenkt, dass eine Ziege stundenlang an den eigenen Füßen leckt, wird einem schnell klar, dass dies ein nahezu unerträglicher Zustand ist, den man um alles in der Welt schnell wieder verlassen möchte. Schreibt uns an dieser Stelle doch gern mal in die Kommentare, welche Bestrafung ihr bisher am heftigsten fandet. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, dass es auf Platz 1 noch krasser wird. Bereit? Auf der Nummer 1 kommen wir nun zur wahrscheinlich unglaublichsten Strafe, die die Menschheit je gesehen hat. Und zwar dem bronzenen Bullen. Was auf den ersten Blick wie eine nette Statue klingt, ist in Wahrheit eine Mittelaltermethode, die an Grausamkeit so gut wie gar nicht zu überbieten ist. Während der spanischen Inquisition, bei dem auf Anweisung der Kirche hin unzählige Ungläubige verfolgt und aus dem Weg geräumt wurden, kamen zahlreiche Bestrafungen zum Einsatz. Keine war dabei jedoch dermaßen gefürchtet wie der bronzene Bulle. Bei dieser Strafe wurde ein Mensch in einen winzigen Metallbullen gesperrt, der von innen hohl war. Im Anschluss wurde dann die Tür von außen verriegelt, sodass es kein Entkommen mehr gab. Die wahre Bestrafung stand jedoch erst noch bevor. Und zwar wurde der Bulle über ein offenes Feuer gestellt, was zur Folge hatte, dass sich das Metall extrem schnell erhitzte und die Person im Bullen quasi auf einer gigantischen Herdplatte lag. Da es jedoch keine Möglichkeit gab, sich zu bewegen, geschweige denn zu entkommen, lag das Opfer wehrlos im Bullen und musste die Schmerzen so lange über sich ergehen lassen, bis es irgendwann durch den Tod erlöst wurde. Die Grausamkeit dieser Methode sorgt bis heute für Entsetzen und zeigt, auf welch schlimme Arten sich Menschen schon damals bestraft haben. Und das war's auch schon mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr trotzdem noch gut schlafen könnt. Falls euch mehr historischer Content interessiert, checkt unbedingt mal unser Video über die heftigen letzten 24 Stunden von Adolf Hitler ab. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert.